dazugehört, aber aus meiner Sicht halt eben nicht. Und herzlich willkommen in der Pick'em Anfassen. Meine Damen und Herren, Gamers 2 gegen Rocket. Game Nummer 2. Das ist die zweite Woche der EU-LCS. Es ist Tag 1 und es ist das letzte Game, was wir miteinander verbringen werden. Wir sehen einen Swain-Ban in der ersten Rotation, einen Nidalee-Ban auf der anderen Seite. Trick also diesmal nicht in der Lage, diesen Champion zu bekommen. Interessant. Ich weiß nicht genau, was Krabs damit vor, weil jetzt muss er eigentlich auch noch Kindred bannen. Oder er will den Kindred bait. Oder wird wieder rausgebannt. Also Gamers 2 bleibt hier ihren Bans ein Stück weit treu. Vladimir jetzt hier rausgenommen. Powerpicks also damit schon mal ein paar weg. Ein paar bleiben allerdings natürlich auch. Weil es zurzeit relativ ausgeglichen ist. Also 6.11 ist auf jeden Fall ein Patch, der ziemlich gut lief dafür, dass der mit diesem Patch so ein Chaos ausgelöst hat. Jetzt kommt Kindred raus. Oh, interessant. Gamers 2 bannt Kindred raus. Was haben wir hier als Powerpick? Ist Sivir der Powerpick, auf dem man hier spielt? Nee, Karma ist noch offen. Ryze ist raus. Irelia wieder? Wirklich? Ist Irelia gerade so stark? Und ist Gamers 2 das einzige Team, was es so sieht? Eine Rek'Sai so hoch zu priorisieren, kann ich ein Stück weit nachvollziehen. Allerdings wird Airwax einfach mit Elise antworten. Und wir haben jetzt auch schon mehrfach gesehen, dass Leute Elise über Rek'Sai raten. Also das scheint ein bisschen Präferenzsache zu sein. Kiki ist also jetzt hier rausrotiert für Expect. Und bei Rocket überlegt man, was man picken könnte. Elise muss man jetzt nicht zeigen, wenn man nicht möchte. Caitlyn. Okay. Caitlyn Kragas. Und beantwortet hier den Rek'Sai-Pick mit dem Kragas-Matchup, was wir hunderte Male gesehen haben, sind wir ehrlich. Caitlyn hier mit einer hohen Pick-Rate. Kommt ja manchmal gar nicht so vor. Die Bun-Rate ist sehr gering. Genau bei 1. Das ist ja zu schlecht. Wäre schön, wenn die Mods einen Commander stellen könnten für Kikis. Habe das Gefühl, dass diese Frage noch öfter auftreten könnte. Perks überlegt jetzt hier für ein Azir zu gehen. Würde dann ins Azir-Victor-Matchup führen. Bart für Miffy. Gegen Caitlyn? Oh, ich bin mir nicht so sicher. Normalerweise ist Bart exzellent darin, AD-Carries auf die Nerven zu gehen. Mit Bart ist immer so eine Sache gegen Caitlyn, weil Caitlyn selbst eine sehr, sehr hohe Range hat. Ah, der Victor wird hier jetzt angezeigt. Man könnte natürlich auch für was Boysigeres gehen, wie ein Zed. Zed wäre eine gute Option. Ah, ein Twisted Fate gefällt mir persönlich in Azir selten. Kann zwar schon ein bisschen Lanefreiheit die erkämpfen, aber sie ist normalerweise in der Lage, dein Turret sehr schnell unter Druck zu setzen. Sterne-Variante hier, eine Jenna-Victor. Also zwei sehr gute Disengage-Spells mit Kragas und Jenna. Und dazu Caitlyn Victor als absolute Hyper-Carries im Late-Game. Canaria die Visa also hier eher mit Late Game orientiert zu spielen. Kombiniert wird das Ganze jetzt mit einem Top-Laner. Was erwarten wir dann? Maokai. Ah. Ein bisschen die Problematik, dass man selbst hier keine Fights engagen kann. Danke für den Command. Mage haben wir doch immer ihn gemacht. Ich glaube, es war Laser Wing. Aber vielleicht auch nicht. Laser Wings, klarerweise. Der Plural ist da schon wichtig, glaube ich. Und es wird halt wieder die Irelia. Diesmal für Expect. Also da hat man jetzt den Top-Laner ausgetauscht, um genau denselben Champion nochmal zu picken. Ist natürlich interessant. Pairing überlegt halt jetzt wieder. Soll ich wieder für einen Trundle gehen? Auf Level 6 konnte er sie killen. Auf Level 5 wurde er gekillt. Etwas, was ihm wahrscheinlich nicht noch einmal passieren wird. Gucken wir uns die beiden Comps mal an. Ich muss sagen, dass die von Rocket mir zu passiv ist. Dass sie zwar funktionieren kann, dass sie allerdings stark vom Mid-Late-Game abhängt. Auf der anderen Seite deutlich mehr Engage-Möglichkeiten. Gamers 2 wird hier das Spiel von Anfang an bestimmen können. Stärkerer Jungler, mehr Mid-Lane-Druck, weil Azir den Early-Push hat. Bot-Lane wiederum ist natürlich Rocket ein Ticken stärker, was für einen Lane-Swap spricht. Aus Sicht von Gamers 2. Wobei Bart wiederum ein sehr, sehr gutes Level 1 hat. Wahrscheinlich das Beste mit Braum. Und das sind alles Optionen, die da zur Verfügung stehen. Sehr, sehr schön die Ansicht hier nochmal. Sieht auch wirklich schick aus im Studio. Diese Anzeige hier nochmal. Finde ich schön gelöst. Bald arbeitet er sehr viel mit diesen
mit diesen Bildschirmen als unterstützendes Maßnahme. Und wir sehen, wie die beiden Coaches sich noch einmal die Hand geben. Jetzt der Blur raus und wir gehen rein. Hoffentlich, jede Sekunde. Die Teamkomposition dürfen wir uns auch nochmal angucken. Azir, Espar, Rexa, Irelia, Trunnel, Kragas, Victor, Caitlyn, Jenna. Also absolute Traumkomposition. Hier für jeden, der ein Late-Game-orientiertes Spiel mag. Ich finde die von Gamers 2 mutiger Richtung Mid-Game. Es mit zwei Items ist sehr stark. Irelia wiederum mit zwei Items ebenfalls. Rexa sollte der Early-Game-aktivere Jungler sein. Und auch ein Azir ist durchaus in der Lage, im Midgame schon ein bisschen mitzufighten. So, Dala. Mit dem Varus hätte man hier übrigens zu viel AD-Schaden gehabt, für alle, die hier diese kleinen Träume hatten. Varus Caitlyn ist zwar in der Theorie ganz lustig so, aber du kommst halt einfach im Late-Game nicht mehr vorwärts. Let's Wolf würden wir, wenn erst gegen Ende dieser ersten zwei Minuten sehen, also die ersten Minuten einfach mal genießen. Q von Caitlyn gegen Miffy. Kein Atemraum in der Aktion. Oh, Bart überlegt, ob er da vielleicht dann doch nochmal deep geht. Stattdessen will man allerdings im eigenen Jungle trappen. Scheint mir auch die etwas entspanntere Option. Weniger Risiko, während wir hier Perks ganz genau zuschauen können, wie er danced. Aber jetzt will Betsy den ganzen ein Ende setzen. Vertreibt ihn von der Lane, der Held in dieser dunklen Stunde. Also, kein Lane-Swap. Duo-Lane auf der Botlane gegeneinander. Es Bart gegen Jenna Caitlyn. Es Bart natürlich gut, in den ersten Level darin zu poken. Jenna Caitlyn an der safesten Lane, die es in League of Legends jemals gab und jemals geben wird. Aber Bart und S wollen auf Level 1 hier scheinbar Terror machen. Miffy kommt in den Busch rein, trifft einen Double Stun. Nee, trifft er nicht. Oh, interessant. Steve den Stun nicht kassiert hat. Verlieren sie dafür was? Ich ahne fast nicht. Also der Minion-Fokus hier nicht so gut. Auch weil die Minions natürlich kurz Miffy gefokust hatten. Zumindest sah stark danach aus. Der da die Akku kurz hatte. Nee, sie haben nichts verloren, also hier kein Problem für die Rocket Lane. Wenn wir auf der Top Lane die ersten freundlichen Auseinandersetzungen sehen, gucken wir mal auf die Items. Fever of Battle auf Irelia, Breath of Sand, Dying of Trundle und ein Windspeaker Blessing auf Jenna. Keine Überraschungen, beide Jungler mit der Tank-Variante, was auch dafür spricht, dass wir Double Cinderhulk sehen werden. Na, wobei, bei Kragas kann es natürlich trotzdem Lunik Echo werden. Und im Prinzip könnte Rex auch trotzdem ein Warrior spielen. Ich glaube, da sollte man die Mastery dann doch nicht allzu sehr überbewerten. Steve wird ja immer wieder versuchen, mit dem Schild, was er kriegt, aggressiv reinzugehen. Es gibt zwei Varianten, dieses Schild zu setzen. Einerseits passiv quasi auf Schaden reagierend und die andere Variante, die man hat, ist eben proaktiv. Ich gebe dir ein Schild und du machst Auto-Attacks. Auf der Midlane Betsy gegen Perks sehen. Das hier werden wir immer wieder sehen. Betsy hat den besseren Burst, aber Azir kann ihn auf dem Rückweg quasi ordentlich ins Gesicht geben. Das kann easy funktionieren. Azir, wahrscheinlich statt Sivir. Ich denke, dass ich hier das ein oder meine Champions verwechsel. Das liegt doch einfach an meinem Erschöpfungsgrad. So, Pairing also auf der Toplane den ersten Push bekommen. Das haben wir im letzten Matchup genauso gesehen. Er hat sich ja quasi gegen Irelia jetzt warm gespielt. Das sollte vielleicht sogar ein kleiner Vorteil sein. Während Betsy jetzt hier tatsächlich in der Lage ist, den Push zu kriegen. Was mich überrascht, normalerweise hat Azir gegen Victor den ersten Push. Also da scheint Betsy einige Dinge richtig zu machen, die andere falsch machen. Obwohl er hier mit Ghost und Flash unterwegs ist. Also kein Bad ist, haben wir das bei. Oh, Trick. Jetzt natürlich vorher nicht sehen, aber er hätte halt in die andere Form gehen müssen. Jetzt hier jetzt instant in die Base, hat sich vorher nochmal gezeigt. Das heißt, die Gegner wissen auch nicht genau, was er jetzt vorhat. Und Airwax ist auf dem Weg, ich glaube eher Richtung Midlane. Und auf der Toplane geht es jetzt heiß her. Aber der Pillar verhindert hier nochmal Schlimmeres. Da hat Pairing schon mal die Erfahrung gemacht, dass Nereida ihn 1-on-1 killen kann. Hat aber noch einen Pot, die Nereida. Das heißt, Pairing muss jetzt hier auf jeden Fall in die Base.
Und Airwakes und auch Trick könnten Interesse daran haben, auf der Top-Lane gleich aktiv zu werden. Airwakes hat ja allerdings jetzt hier Trick gefunden, oder Trick Airwakes. Sieht eher nach Letzteren aus. Hier kommt gleich nochmal der Knocker. Wir will natürlich den E-Interrupten, allerdings gut gemacht von Airwakes, der das hier schön abbaut. Jetzt kommt Perks rein, macht das Exhaust. Knocker bis da, First Blood für Azir. Kein Assist hier für Expect. Das ist ein bisschen bitter in dieser Szene. Hätte man vielleicht sogar den Kill geben können. Airwakes also dafür bestraft worden, in den gegnerischen Jungle reinzugehen. Er macht dann auch das Beste raus. Flash E war eine schöne Option. Aber Perks konnte reagieren, konnte den dashen, hatte keinen Mana mehr. Aber sein Exhaust war hier ein guter Helfer. Und das ist halt immer das Ding, wenn du Ghost Flash gehst, ist es eine sehr egoistische Summoner-Spell war, weil es nicht komplett negativ gemeint sein soll. Allerdings halt einfach nur mitteilen soll, ey, du kannst damit in Tour und Tour relativ wenig machen. Ja, was du also auf der Top-Lane gerade vorne und auch natürlich auf der Midlane. Trick geht jetzt hier nochmal durch, aber der Pillar von Pairing ist gut gesetzt. Auf der Botlane ist es sehr ausgeglichen, allerdings haben hier Bart und S immer wieder die Push-Freiheit. Weil die, dass Bart es geschafft hat, alle Halbhütte von Jenna rauszusaugen und selbst natürlich noch seine kleinen Heals zur Verfügung hat. Vielleicht schauen wir in den Command rein, dass Kikis fürs zweite Game ausgewechselt wurde und im ersten Game gespielt hat. Damit die Leute nicht denken, dass er komplett raus ist. So, dieser Vacation-Joke wird Gamers 2 noch eine Zeit lang folgen. Allerdings haben sie es ganz gut gemacht mit ihrem PR-Video da. Airwax ist jetzt auf der Botlane da, also zumindest in der Theorie. Miffy geht allerdings durchs Portal und Sven, der kann flashen. Airwax geht jetzt hier doch auf Miffy, aber hinten ist der TP da. Oh, kein Stun, das ist bitter bei Airwax. Der ist sowas von tot. Versucht nochmal durchs Portal zu gehen, um Schlimmeres zu verhindern. Aber hinten kriegt auch noch Expect ein Kill. Moment, Airwax überlebt? Nee, Trick geht weiter hinterher. Expect ist jetzt der stirbt. Sven hat sich da ein bisschen sehr auf Airwax getunnelt. Das sollte Trick eigentlich alleine machen. Apropos Tunnel, hier kommt Miffy durchs Portal. Airwax ist immer noch am Leben. Und jetzt stirbt er hier gegen Perks. Der hat es jetzt allerdings hier mit dem Drake zu tun. Verliert er nochmal ein bisschen was am Leben. 2-1 Trade. Allerdings nicht allzu schlimm. Moment. Oh, warum ist ein Pairing runter TP'd? Was war denn da los? Ich dachte, er würde oben pushen. Das wäre useful. Jetzt hier die Azir-Ultimate zwar schön gesetzt, allerdings sonst niemand da. Airwax noch eine ganze Ecke weg. Metzi kriegt zwar viel Schaden, aber Perks muss auch aufpassen. Also, das tut beiden weh. Er muss jetzt hier zumindest den Ghost sehen, der Betsy. Und kommt damit auch raus. Was hat er vor? Er will zurück zur Lane. Na gut. Ziemlich mutig aus meiner Sicht. Wir sehen es nochmal. Also, Miffy trifft hier keinen Stun. Das ist halt das Ärgerliche quasi. Aber das ist halt ein bisschen zu gerade schießt. Dann Airwax ist ja in diesem Moment tot. Und hier muss Sven mit Miffy gehen zu Expect. Der zwar exhausted wird, allerdings mit dem Flash den Kill kriegt. Und wenn Sven da ist und ihn healen kann, dann geht da vielleicht nochmal mehr. Weil Irede hatte den eh fast schon wieder ab, würde ich schätzen. Und kann er halt nochmal viel besser agieren. Sven will dann hier nochmal den Kill gegen Airwax, aber hat er keine Chance. Ich weiß gar nicht genau, wann er geheilt hat, wenn ich ehrlich bin. Wäre Drummer auf der Top-Lane geblieben, wäre das vollkommen worth a Rocket, weil sie Free Farm hätten Deluxe. So ist es nicht ganz so. Burks muss jetzt hier nochmal nachhelfen mit einem neuen Sandsoldat und Q. Sonst hätte er ihn da nicht bekommen. Gamers 2, 3 jetzt vorne, 2 Kills auf ihr Midlaner, auf Azir. Der fühlt sich damit natürlich wohl, gerade in Nashos Zahn zu haben, ist sehr, sehr wichtig. Miffy geht jetzt hier drauf, trifft wieder keinen Stun, ich weiß nicht genau. Kann auch ruhig ein bisschen mehr Geduld zeigen oder halt früher gehen aus meiner Sicht. Es wird jetzt mit einer Blind Ult versuchen zu stealen. Oh, close das Ganze, aber Betsy hat ihn sich hier sichern können. Ah, Expect jetzt hier wieder gegen Pairing. Allerdings weiß Expect auf Level 6 gegen Pairing. Das macht nicht so viel Spaß. Final Ult ist extrem gut. Gerade auch Tiamat sollte stärker sein als Phage. Er entscheidet sich tatsächlich für den Phage-Start, während Kikis eben im selben Matchup Stinger präferierte. Kriegt zwar mit einer netten Idee, aber da wird er halt auf jeden Fall gesehen, wenn er durch alle Landen zieht. Und Miffy unten in Gefahr. Schöne Kragers Ultimate. Flash ist da. Und das Portal durch die Wall gewählt. Gute Option. Wird oben. Pairing da den Trick ein bisschen seinen Knüppel ins Gesicht haut. Oh, Rocket jetzt hier im Botlane siegen. Schön Ult. Den Schild von Jenna hier ein bisschen stärker, als man es erwarten würde. Sven hat keine Ultimate, hat damit ja eben versucht, den Blue Buff zu stehlen. Das heißt, ein großartiger Wave Clear steht ihm gerade nicht zur Verfügung. Das sieht ganz gut aus, weil Gamers 2 kaum reagieren kann.
der Toplane probiert man es. Aber schöner Pillar. Expect muss jetzt hier die Ultimate in die Minions einsetzen, um da nochmal Leben wieder zu kriegen. Aber Trundle will es wissen. Kann aber so nicht. So nicht. Die Ultimate von Ereda wreckt da in diesem Moment ein bisschen zu viel raus. Trundle also da viel riskieren mit dem Flash da nochmal. Aber am Ende hat es nicht sollen sein. Und Ereda kuhlt sich hier durch die Welt. Junge, Junge, das macht Spaß beim Zusehen. Expect halt jetzt die Teleport bald wieder ab. Will so lange natürlich noch stehen bleiben. Aber das wird ja nicht passieren. Expect jetzt auf der Toplane wahrscheinlich immer noch fein. Er hat jetzt gleich auch wieder den Flash-Vorteil. Weil er gerade ja nicht flashen konnte. Der Flash war noch auf Cooldown. Oh, Betsy im Duell gegen Perks kann er sich hier immer wieder behaupten. Obwohl da Perks natürlich schon 2 Kills hat und das natürlich wehtut, aber er hat im Moment nur den Stingers. Oh, 2 Sandsoldaten jetzt hier rausgeholt, dadurch gerade keinen, um zum Disengagen zur Verfügung. Allerdings auch kein Problem, weil er Kragas kurz gesehen hat. Die kleinen Mindgames und die kleinen Mini-Entscheidungen, die hier sind. Apropos Entscheidungen, es war ein Fehler, nicht aufs Klo zu gehen. Das ist meine persönliche Fehlentscheidung, aber nicht die Fehlentscheidung des Tages. Des Tages. Da war noch mehr drin. Sven jetzt hier immer wieder in Gefahr. Schöner Engage jetzt hier von Perks, die Ultimate sitzt. Er will den 1-on-1-Kill, hat natürlich das Exhaust damit einen Vorteil, hat jetzt allerdings keinen Mana mehr. Hier kommt Trick dazu. Und sein Snipe-Versuch sorgt dazu, dass sofort Betsy da disengaged. Es war sofort in der Sekunde, wo man Kragas unten gesehen hat, ist da Perks reinmarschiert mit seinen Exhaust. Hat beide Summoner-Spades bekommen, das ist in Ordnung. Aber jetzt kommt der Botlane-Dive. Hat dann noch die Heals, wenn will, weg. Flash auch weg, aber Erwix geht hinterher. Schön die Ultimate, hier kommt Bart Ult gegen den TP. Sven überlebt das Ganze. Re-engage ist da, 2-mal Knock-Up. Erwix kriegt nochmal ein Schild und die Jenna-Ultimate hat ein 4 gerackt. Expect muss da irgendwie in den Fight rein. Er fehlt bis jetzt völlig. Die erste Kill ist da, aber die sind zwischen Turns gefangen. Double Stun gegen Erwix und Steamick. Einen hat man schon mal, 2 Kills auch noch down. Kann Pearl noch Trick mitnehmen, ist die Frage. Es sieht gut aus, er hat ihn. Und das heißt, hier sterben am Ende 3-3, wenn ich das richtig sehe. Denn Jenna kommt hier nochmal raus. Race darf davonlaufen. Mein Gott, was für ein enger Fight hier. Rocket super, super deep da. Zwischen 2 Turrets zu diven. Das ist mutig. Sven versucht hier rauszukommen, aber Airwax reagiert auf den Flash mit einer eigenen stark gemacht. Ultimate auch gut. Die Bard Ultimate und Pairing abzuhalten finde ich auch vollkommen in Ordnung. Expect hier vielleicht einen kleinen Fehler, weil er oben nicht so richtig weiß, was er machen soll. Und deswegen da fehlt. Dann geht man hier allerdings doch noch rein. Ja, da wartet er zu lange, kriegt dann den Kill. Kriegt noch einen zweiten Kill, aber Trick stirbt halt einfach weg. Ich weiß nicht, vielleicht hätte Expect sogar noch weiter chasen können. Double Kill trotzdem für ihn hier in dieser Szene, das würde ihn massiv boosten. Und insgesamt war das Ganze, glaube ich, auch wieder ein bisschen mehr wert für Gamers 2. Weil sie hätte im Midgame stärker sind. Und wenn sie jetzt die Kills kriegen, dann können sie da vielleicht wegsnowballen. Ähnliches gibt's nicht. Gibt es auf der anderen Seite nicht. Rele jetzt 3-1-1. Trinity Force fertig. Das macht Freude, wenn man dagegen spielen muss. Eieiei. Volks hat sich jetzt hier den Blue Buff gemobst. Ähnliches macht Betsy. Standarddinger. Und wenn ein 2-3, weil nur Sven und Trick gestorben sind. Perks wieder oben auf der Midlane und Miffy hat das Ganze auch überlebt. Das heißt, dieser Fight war wieder deutlich besser für Gamers 2. Und Expect will jetzt hier gerne diven, also der geht schon sehr, sehr deep gerade in diesen Szenen. Geht das allerdings doch auf die Botlane. Aber weil da eine Wave kommt und Waves, ja, die sind schön. Waves, die will man haben. Das kennt man. Das kennt man, das will man selbst. Und jetzt ist Expect eben wieder unten zur Stelle. Sven kriegt oben eine Caitlyn Ultimate ins Gesicht. Das ist der Junge mittlerweile schon gewohnt. Das ist ein Standardprozedere hier. Geht natürlich auf. Klar, geht für Mana Mode first, okay. Das ist dann doch nicht so Standard.
Meistens sieht man dann doch eher Träne, Schien. Er hier mit der Variante, mit der er besser gegenpushen kann, weil seine einzelnen Autodecks mehr Schaden machen. Und das Wardrail geht hier weiter in die nächste Runde. Gamers Du eben mit einem Engage von Miffy und Trick, da viele Deepbots gestellt. Und Airwax wiederum hat er jetzt allerdings darauf reagiert und auch einige Wards rausgedonnert. Dann hat er allerdings immer noch den Pink im Try, der immer wieder für Engages die kann. Trick wird jetzt hier angegangen. Aber den Schaden kann er ganz gut wegstecken. Hat sich hier für Syndaik entschieden. Selbiges übrigens für Kragas, wie von mir am Anfang des Games Hype prognostiziert. Wollte es ja dann nicht übertreiben, halt den Call, aber es ist dann doch recht wahrscheinlich. Tronne sollte bald seinen Hydra fertig haben. Und hier kommen immer wieder vier Traps. Oh, Caitlin, so funktioniert das. D-Bag, konzentrier dich doch. Wenn du eine Trap im Gebüsch hast und das nicht deine erste ist, die du getrappt hast, dann kannst du nicht fünf nebeneinander. Miffy! Eieieiei, also jetzt ist da oben so ein bisschen die Luft raus, an das Gefühl. Vielleicht wusste er auch gar nicht, dass er in der Trap drin liegt, aber zumindest dadurch, dass D-Bag Traps ja auch mal weggegangen sind, muss er damit rechnen, dass irgendwo an ihm liegt. Also, naja. Ich glaube, jeder, der hier reinkommt, fragt sich erstmal, wo Kikis ist. Es scheinen da immer noch einige Liebe für ihn anzutreffen zu sein. Perks, was machst du denn? Du bist über ein Pingboard gelaufen. Flasht jetzt die Kragas Ultimate. Wahrscheinlich die beste Option, die er hatte. Ja, jetzt wieder ein Pingboard. Ein bisschen spät, mein Freund. Jetzt traut er sich ja nicht so ganz, die Autotexte machen. Komm schon. Ah, der Pingboard kann nochmal ein Leben wiederbekommen, wenn ich es richtig gesehen habe. Aber es kann auch ein Animation-Bug gewesen sein. Oh, hier geht man jetzt rein. Gegen Betsy. Exhaust ist da. Flash von Trick für den Knockup. Den Kill hat man sicher. Kein Assist hier noch für Miffy, der da versucht hat, mit dem Heal sich noch rein zu erschleichen, aber keine Chance. Oh. Es ist halt schwer für Betsy ohne einen Combat-Summoner-Spell. Also, Exhaust ist halt einfach deutlich stärker an diesen Szenen. Und es gibt Perks immer wieder die Option, wenn er Cleanse dabei hätte, könnte er zumindest das Exhaust jedes Mal aufs Neue entfernen. Andererseits ist im Late Game halt wirklich nice als Victor, wenn du beide Summoner-Spells zur Verfügung hast. Also ich kann den Trade-Off da schon verstehen. Apropos Trade-Off. Auf der Botlane gibt es den nächsten Trade. Expect spielt das allerdings sehr, sehr sauber. Kleiner Trade genommen, dann wieder rausgeht. Cute über die Minions. Ja, sie werden nach 8 Sekunden nicht angegriffen werden. Die Problematik ist nur, dass er angegriffen wurde. Das ist für mich die Überraschung da gewesen. Weil eigentlich hat er sie ihn ja gerade davor angegriffen. So, Expect wird jetzt hier gegen Pairing wieder in das 1 gegen 1 geht, aber es sieht gut aus für Pairing. Expect allerdings versucht es trotzdem, Q-Tate zu minieren, aber Pairing mit der Flashkeule. Da muss Expect aufpassen. Das 1 gegen 1 gegen Trundle, gegen den Titanic Hydra gewinnst du in diesem Moment einfach nicht. Keine Ahnung, was er sich da vorstellt. Wenn er über das Q dann doch noch weg will, dann muss er Q flashen, um die Distanz aufzubauen. So ein einfacher Kill für Pairing im Endeffekt, der kurz gezögert hatte. Vielleicht sehen wir das nochmal in einem Replay. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig hier für Rocket, die gerade fast 4000 Gold hinten waren. Und jetzt über den Turret diesen Goldunterschied verringern können und natürlich jetzt auch wieder halbwegs den Winning Lane haben. Rein und Perks jetzt. Das wird nicht angenehmer für Betsy werden. Und auch generell für das Team von Rocket. Also, 3 Kills auch in Azir, das wird es eigentlich selten. 4 Sekunden genau nicht, weil Azir hat ihn eine Sekunde vorher angegriffen. Das funktioniert einfach nicht. Das waren keine 4 Sekunden. Never ever. So, und jetzt können beide bauen, Titanic und auch die normale. Wir sehen tatsächlich zurzeit auf der die normale, allerdings geht Titanic auch. Gerade wenn du danach brauchst, für ein Tanky-Bit zu gehen, skaliert es ein Ticken besser. Bisschen schwächerer Wave hier aus meiner Sicht, aber sollte kein Problem sein. Bleibt generell immer die Hoffnung, das sind die 2 Kanadier, die sind immer die besten Spiele. Wenn man jetzt hier gerade den Midlane-Turret angeht und den auch kaputt macht. Einziges bessere Spiel heute ist Schalke, aber da ist jetzt zumindest im Light-Kanal 2 ja eben auch schon weg. Und es geht rüber in den ersten. Ja, aber es ist richtig spaßig. So, Perks jetzt hier darum bemüht, auf der Midlane-Kontrolle zu kriegen.
Ja, dann natürlich auch, oder die Möglichkeiten dazu hat er. Hat sich jetzt einen Nashos Zahn fertig, hat sich für Magieresistenzschuh entschieden, also kein Höhenzepter auf ihn, sondern diese Variante, um ein bisschen an Magieresistenz zu kommen. Und ist jetzt hier mit dem Blue Buff in der Lage, vielleicht sogar Druck auf den Tier 2 Schild zu machen. Ja, er hat sich gerade von uns verabschiedet. Eine Schweigeminute für ihn wäre angebracht, allerdings gerade im Moment nicht möglich, denn die nächste Aktion kommt bestimmt. Trick geht über die Wall. Spectator. Ja, da ist ein Nash gespawnt, aber oben. Danke. Dankeschön für diesen guten Morgen. Danke, dass bei der neuer Tag ist. Der Lisa war einfach scheiße. Bum, 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 bum. Trick, jetzt hier mit der Ultimate am Start. Mal gucken, ob er rauskommt. Ah, die Recoils von Rocket gerade recht gut koordiniert. Drei Leute gehen gleichzeitig in eine Base. Man will das Gold investieren. Wenn Sven auf der Botlane ist. Das dritte Mitglied der Band ist gefunden. Ein schöner Klassiker. Kurz kämpfen wir weiter gegen an. Diese Minions da in den Turret zu kriegen. Ich frage mich die ganze Zeit, wann wird dieses Game quasi enger verlaufen? Also wann wird Gamers 2 einen Gang hochschalten? Aber ich glaube, das werden sie nicht. Ich glaube, dass sie diesen Goldunterschied, der jetzt mittlerweile bei 5000 liegt, einfach konsequent weiter ausbauen können. Ich glaube nicht, dass sie dafür irgendwas machen müssen. Sie müssen einfach nur die Rotations weiterfahren. In dem Moment, wo ihr Räder stärker wird als Trundle wieder, ist halt echt Schicht im Schacht. Ich glaube nicht, dass sie hier diesen großen Group brauchen. Sie können jetzt langsam, weil sie haben zwei Items auf vielen, vielen Leuten, wo es wichtig ist. Und auf der Midlane ist Perks jetzt allerdings hier in Gefahr. Betsy hat noch Flash, geht auch rüber. Perks mit dem Exhaust, die Bahn Ultimate. Trifft jetzt hier tatsächlich Betsy, das wird gut gemacht. Hier kommt Expect dazu. Und da ist der Turnaround. Schön gespielt hier von Gamers 2. Einfach stark reagiert hier. Die Bard Ultimate hat mir gut gefallen. Perks, der das Ganze sehr, sehr ruhig spielt. Die Ultimate vielleicht einen Ticken früher, aber der Rest war einfach klasse gemacht. Jetzt will man hier den Clown Drake machen. Und das ist ja klasse, Wurf ist dafür Schaden zu kriegen. Trick geht da jetzt vielleicht eher besser raus. Man hat Pairing im CC. Airwigs gegen Trick im Smite-Duell. Trick muss aufpassen. Dreimal Knock-Up jetzt aber hier. Was will man fighten? Rocket ist da im Nash-Pit drin. In Drake-Pit natürlich. Steamback ist CC. Und das könnte gefährlich werden. Kriegt Expected. Es sieht nicht so aus. Steamback lebt noch. Hat einen Red-Buff gegen Sven. Aber Sven hat ihn. Sven jetzt auf der anderen Seite. Da steht aber Airwigs. Der kriegt den wirklich noch. Und am Ende steht nur noch einer. Pairing ist Last Man Standing in einem absoluten Showdown hier. Man sieht den Fight nochmal. Eigentlich beginnt es hier fairerweise, das muss man sagen. Perks mit der Ultimate, Flash rüber von Betsy, Bahn mit der Ultimate. Flash von Perks dann vielleicht gar nicht mehr gebraucht. TP von Expect vor den TP von Ferang. Und dann hier. Man will unbedingt diesen Clown Drake, obwohl Perks auf der Midlane recallt. Der kommt jetzt erst dazu und jetzt macht Trick gleich diesen schönen Knock-Up hier. Da dreimal Knock-Up, Steelback halt im Fokus, Sven hier zuvor, allerdings kommt Expect erst jetzt am Target an und Airwax macht das klasse mit seinen E. Schafft sein Expect immer wieder rauszuhalten, der allerdings halt auch Airwax Fokus über einen langen Zeitraum. Und hier der Moment, der Fehler. Beide gehen durchs Portal und Airwax mit Double-E-Double-W. Dann kann zwar Miffy nochmal für den Kill sorgen, aber am Ende steht er, der Trundle. 4-1-4 ist er jetzt. Ganz, ganz stark unterwegs. Clown Fiesta für den Clown Drake. Das passiert auch nicht alle Tage.
Oh, CC hier gegen Betsy. Nee, nevermind, der kommt nicht bis zum Minion. Schade, ey. Also da wäre fast ein Kill gewesen, aber Perks, das war vielleicht ein bisschen aggressiv, die Ultimate. Aber die machen das hier ordentlich. Alle jetzt ziemlich low. Perks fairerweise auch. Und da kommt man jetzt dazu. Oh, er lebt ja immer noch. Aber das Fass von Krager. Es kommt unten auf Heizam. Perrin jetzt allerdings vorne drin, relativ low. Er stirbt einfach weg. Was ist mit Airwax? Der wird gleich nochmal die Wall ehen. Das wissen sie, deswegen fokussen sie die Turret. Jetzt ist das Visier hochgeklappt auf beiden Seiten. Die Fights gehen jetzt richtig rein. Die einen nennen es Clown Fiesta, aber ich nenne es einfach gutes League of Legends mit viel, viel Action. Das muss man nicht immer schlecht drehen. Das kann man ab und an, wenn es schlecht ist, aber ich finde, das kann man auch ab und zu einfach nur mal gutheißen. Also, nochmal ein Blick auf die Kills jetzt. Beide Toplaner super fett jetzt hier. Also 5-3-4 und 4-2-5. Also genau, warum es den Sound gerade zerlegt hat. Aber ich habe zumindest keinen Sound mehr. Interessant. Ah, da ist er wieder. Ganz, ganz leise. Ah, da mal wieder. Willkommen zurück, lieber Sound. Wir haben dich vermisst. Heieieiei. Also, wer kann das Ding jetzt hier nach Hause holen? Ich denke... Tja. Game hast du... Ist im Late Game, glaube ich, tatsächlich ein Ticken schwächer. Perks, er stand 3-0. Jetzt steht er 3-2-4. Auf der anderen Seite hat es Betsy verbracht, in 10 Kills nur in einem einzigen beteiligt gewesen zu sein. Und hier sehen wir es nochmal. Also Perks macht halt mehrere Leute extrem slow. Die Bard Ultimate ist allerdings ein Ticken zu weit nach vorne gesetzt. Und dann hier, Perks stirbt am Kragas-Coup. Das ist natürlich bitter. Perrin allerdings sehr weit vorne dafür, dass ja alle seine Leute extrem slow waren in diesem Fight. Raze kann sich mit dem Tornado nochmal retten. Aber wir kommen gar nicht dazu, das Replay noch weiter anzugucken. Fairerweise war danach aber auch nichts mehr. Aber es geht sofort weiter. Caitlyn jetzt auf 3 Items. Der wird sie langsam zum absoluten Monster. Eieieiei. Midlane wird Miffy getroffen. Zwölf zu 10. Goldunterschied bei 5000 immer noch. Aber das Late Game könnte bei Rocket wirklich reinhauen. Ja, da wird ein bisschen die Musik angeschmissen bei mir guten Airwax. So, gegen die Base geht's hier für ihn. Miffy macht genau dasselbe. Nochmal ein bisschen Tempo aus dem Spiel nehmen, um dann Anlauf zu nehmen in die entscheidende Phase. Sehen hier klingendes Gestützen Königs auf Irelia. Ein Item, was sich hauptsächlich gegen Tanks lohnt. Also, sie ist hier durchaus auf die 1 gegen 1 Situation gegen Trundle vorbereitet. Irelia droppt im Late Game definitiv nochmal ein bisschen weg, allerdings ist das mit den heutigen Items, die man hat, nochmal ein bisschen anders, als es früher der Fall war. Wir haben mehr Optionen, wobei hier doch eher die Standardsachen gewählt werden. Sterox ist ein Item, was zum Beispiel sehr gut auf hier funktionieren kann. So, und Caitlyn, da krittet mittlerweile fast alles. Jake kommt dazu mit der Ultimate, tunnelt sich da jetzt auch in das Kampfgebiet, aber die Gegner haben das schon wieder verschoben. Der jetzt in der Base hat natürlich Homeguards, TP-Play möglich. Allerdings nur in der Theorie, denn wirklich hat man keinen Ward. Der rotiert jetzt hier zur Top-Lane. Da will man scheinbar jetzt ein bisschen den Druck auf Nash erhöhen. Drake ist in 20 Sekunden. Dann keinen auf der Botlane zu haben, ist natürlich ein gewisses Risiko. Was ist da der Plan? Warum wurde da jetzt hin gezeigt? Ich weiß nicht genau, was Spannendes in diesem Busch war. Hex hat es gerade geschafft, den Drake zu missen mit seinem Snipe. Relativ beeindruckend. Den Drake nimmt man jetzt hier mit. Das ist der zweite in diesem Spiel. Auch nicht schlecht. Da lebt man auch nicht so oft, dass er komplett ignoriert wird. Oder zumindest mehr oder minder komplett ignoriert wird. Das ist dann doch eher eine Seltenheit. Damage to Objectives wird höher. Das stimmt vollkommen.
Das war übrigens wieder ein Drake, der, glaube ich, 2 Minuten zu früh genommen wird und deswegen kein Elder Drake spawnen wird. Aber das nimmt natürlich nochmal viel Tempo aus dem Spiel. Weil der nächste Drake wird halt dann einfach nur ein Mountain Drake und kein Elder Drake. Perks versucht da jetzt so ein bisschen was zu machen, aber die Traps nerven ihn natürlich. Kann er jetzt rüber dashen, wenn er wollen würde, aber dafür fehlt ihm aktuell die Vision. Was kann der Play sein? TP jetzt zumindest mal rein. Die Kragas Ultimate muss Smithy flashen. Ein Summoner Spell, 2 Summoner Spells. Strick musste da auch flashen. In Exchange für ein TP, der abgebrochen wurde. Das heißt, unten kann man jetzt ein 5 gegen 4 forcen, wenn man denn will. Betsy muss ein bisschen Schaden einstecken. Was ist auf der Top-Lane machbar da? Wer dominiert wen? Schwer zu sagen. Frozen hart auf Irelia hier. Also immer noch kaum Leben bei ihr, sondern eher Resistenzwerte. Hätte mir hier eher eine Mixtur aus Randuins Ohm und ein GA gewünscht. Oder ein Deadman's Blade und ein GA. Aber nun gut, sie muss es wissen. Sven kriegt die Blue Buff, das ist sehr, sehr gut. Er hat massiv unterschätzt, wie viel Damage es gibt. Der einzige Grund, dass man es im Midlaner gibt, weil es mit AP skaliert. Jetzt geht hier Gamers 2 an den Nash. Das ist ein hohes Risiko, aber 7000 noch drauf. Rocket ist eigentlich zur Stelle. Airwax muss dabei links jetzt irgendwie rein. Gleich kommt Nasirwon, muss zumindest kommen. Airwax versucht reinzugehen. Hier ist der Disengage. Drake wird reingeschmissen. Der ist mittendrin stand oder bei Airwax kommt nicht raus. Der Nas Expect, der ist auf Steamback. Allerdings Expect viel zu weit drin. Der stirbt Miffy auch noch down. Hier kommt die Azir Ultimate. Aber jetzt erst. Das ist zu spät. Er stirbt weg. Betsy vorne drin. Sven ist der letzte Überlebende mit einem Pillar am Pop ist. Aber er kommt hier nochmal raus. Wird das reichen? Nein, never ever. 4 Leute gestorben. Rocket hat dieses Game in die Länge gezogen. Und jetzt, trotz 5000 Gold Unterschied, können sie diesen Fight gewinnen. Natürlich auch, weil der Debuff bei Gamers 2 drin ist. Und er tut richtig weh. Perks in diesem Fight, meines Erachtens ein Totalausfall. Hätte da viel aggressiver agieren müssen. Sehr viel auch investiert, um diesen Airwax da zu kriegen. Von Expect. Jetzt sieht man es hier nochmal. Also, Airwax geht rein, Perks flasht raus. So, und hier muss halt irgendwie Nasirwall kommen. Irgendwas Disengage-mäßiges. Jetzt muss Nasirwall kommen. So, und als sie dann kommt, trifft sie zwar Trundle, aber Betsy flasht da stark drüber. Das Exhaust von Nasir kann keinen Unterschied mehr machen. Vielleicht ist es zu einfach, das hier auf Nasir zu blamen, weil natürlich alle da so ein Stück weit schlecht stehen. Im Endeffekt ist die Schuldfrage egal. Fakt ist, Rocket hat auf einmal mehr als nur einen Fuß im Game. So, jetzt muss Rocket hier natürlich irgendwie Druck auf den Midlane-Turret machen. Machen sie auch. Beim Nash will sie jetzt hier Gold sammeln gehen. Ultimate auf Sven, die ging wieder durch. Und jetzt sind wir wieder in so einer Phase, wo ich meinte, dass das Rocket gut kann. Wenn sie vorne sind, wenn sie agieren können. Sie sind 2000 Gold hinten, aber es fühlt sich jetzt natürlich nicht so an. Und faktisch ist es wahrscheinlich auch gar nicht so. Also natürlich, sie sind 2000 Gold hinten, aber reden wir mal über Gold-Effizienz von Items oder von Champion-Item-Builds. Dann wird halt hier ein Trundle mit ihren Item nochmal mächtig stärker. Bei Irelia haben wir eben gesehen, Frozen Heart, ja, bringt dir gar nichts. Du wirst einfach weggedonnert. Ein Randuins oder ein GA ist da deutlich besser. Ein GA soll es jetzt eben halt auch wehren. Wäre vielleicht auch schon vorher die bessere Option gewesen. Vor allem, weil die Frozen Heart halt nichts bringt. Mana, Cooler Induction. Alles geschenkt. Kampfstats zählen. Aktive Kampfstats. Die Mini-Wave unten ist eindrucksvoll. Auf der Top-Lane ist allerdings Pairing auch mit einer guten ausgestattet. Und die Rede zieht jetzt erst hin. Das heißt, man verliert einen weiteren Turret. Das ist der 4. den Rocket hier nehmen konnte. Das heißt, man hat hier jetzt einiges an Gold bekommen. Geht jetzt zurück in die Base. Will dieses Gold sofort investieren, ist vollkommen richtig, um dann eben noch stärker in den Fight zu sein. Was haben wir bei der guten Kate denn als letztes Item hier? Ein Bloodthirster und danach könnte es noch ein Last Whisper werden. Würde mich zumindest nicht überraschen bei der Tankiness der Frontline, der sie da mittlerweile gegenübersteht. Bloodthirster immer, also der Blutthirster immer wieder eine gute Option gegen Assassins, wie es eben ihre Rede eine ist.
Jake kommt jetzt hier dazu. Was kann Airwax hier machen? Drake ist in 25. Er ist ja da hinten in der Backline drin. Das ist risky. Wenn sie ihn sehen, ist er sowas von RIP. Aber wenn sie ihn nicht sehen, findet er einen guten Engage. Das ist die Frage. Rocket geht hier ein hohes Risiko. Und jetzt kommt der TP-Play. Man will es also wissen. Airwax geht rein, aber Yazir kommt nochmal raus. Betsy in der Bad-Ultimate, das nicht entscheidend. Jealous vollkommen weg. Rocket so ein bisschen eingeklemmt zwischen den Yazir und den Rest des Teams. Aber Perks, der wird jetzt stattdessen einfach angegangen. Die Ultimate von ihm diesmal on point. Aber Betsy muss zickt ihn dann nochmal da rauszugehen. Jetzt sind da 300 von Gamers 2 auf einmal weg. Und das heißt, Caitlyn ist alleine. Caitlyn ist down und auch jetzt Expect ist drin. Betsy stirbt! Das ist der Turnaround, Rocket auf einmal die, wo drei Leute tot sind, das Expect das überlebt, das hätte ich niemals gedacht, das war sowas von close. Sven will hier den Chase weitermachen, der Rest des Teams allerdings nicht, Miffy ist allerdings natürlich immer für so einen Chase zu haben, das kennen wir schon, jetzt geht man da aber nochmal raus. Oh mein Gott, das Expect das überlebt, dass ein Betsy da stirbt, das war ganz, ganz entscheidend. Ein Fight, der hin und her ging. Das war ein Fight. Sehr, sehr hohes Risiko gegangen von Rocket. Allerdings da nicht alles auf einmal reingedonnert, sondern Häppchen für Häppchen. Und dann hat irgendwann Gamers 2 auf den Tisch gehauen und sich alles gegönnt in Form von Irelia. Das GR hat man auch noch. Airwax ist da ja immer noch drin. Was hat der denn vor, der Junge? Also außer sterben. Jetzt gehen wir da rein. Miffy ist da vielleicht ein bisschen aggressiv. Vielleicht kann Airwax da nochmal was holen, aber guck dir das mal an. Airwax gegen Trick. Der wartet nur auf Nee, jetzt ist Perks auch noch da, jetzt wird er hochgeschmissen, jeder kriegt hier nochmal einen Assist. Ah ja, nicht jeder, ihr redet aber woanders. Und wir haben nochmal das Replay. Perks geht gut über die Wall, macht viel Druck auf Jenna, die natürlich fehlt. Und jetzt Expect, zieht den Fight in die Länge, kommt dann wieder dazu. Man tunnelt hier ein bisschen auf Perks und Steelback ist auf einmal hinten fast ohne Peer. Baron kommt da dazu, aber wenn die Rede einmal drauf ist, Sven kommt dann auch noch in den Fight rein, stark gemacht. Und dann überlebt Expect halt auch noch das hier. Vielleicht auch, weil er Airwax abdreht. Ich will ihn da nichts unterstellen, aber vielleicht hätte in dieser eine Auto-Attack da fast was gedreht. Das war super close. Richtig, richtig spannend. Tja, und was wäre gewesen, wenn die Räder dieses GA den Fight vorher schon gehabt hätte? Diese Magieresistenz auch schon zur Verfügung gehabt hätte. Wir sehen jetzt Damage im letzten Fight. Unfassbare 5700 von S. Und da sieht man auch 1000 von der Nasir. Das ist halt wirklich nix. Perks macht da heute kein gutes Game. Wird natürlich auch immer wieder rausgefokust. Aber sind wir ehrlich, Trundle, Kragas, Victor, Caitlyn, Jenna, das sind nicht so die übelsten Nasir-Töter. Da ist Maokai deutlich krasser. Und wir sehen, dass der nächste ist Nader Drake. Auch wenn da oben Mountain steht, das ist nicht richtig. Würde mir da wünschen, dass Wright das da anpasst. Aber wird jetzt auch rausgenommen, die Mountain-Anzeige. Ich weiß gar nicht, ob man eine Elder Drake-Anzeige hat. Werden wir gleich rausfinden. Steelback Schild hier mit Bloodthirster und Jenna ist ordentlich. Tja, da geht's für Gamers 2 wieder in die Base. So schnell kann's gehen. Nähern uns der 40. Minute-Marke. Nächstes ist ein Elder Drake. Expect kommt noch dazu. Er will hier die lange Flank nehmen scheinbar oder er pusht einfach Bot rein. Beide Optionen stehen gerade zur Verfügung, weil Gamers 2 mit Azir natürlich dem Nash gut herumspielen kann. So, jetzt geht man hier rauf auf Nash. Reda ist in der Theorie auch immer noch da. Er kann auch noch rein tippieren, aber der ist vorher einfach weg schon mal.
Das heißt, die Räder brauchte man hier schon mal gar nicht. Schöne Asierboy diesmal. Airbags jetzt in Gefahr. Hier ist eine Bartu, die mehr. Die ist klasse. Jetzt kommt der TP dazu. C-Mac allerdings völlig frei. Stehen kann er gut Schar machen. Trick tankt das allerdings weg. Expect geht da jetzt rein. Aber das ist ziemlich Face-Dive. Das könnte gefährlich werden. Die S-Rudiment geht durch. Aber Expect, was machst du denn da? Kommt er dann nochmal raus, ist die Frage. Nee, das ist ein Trap unter ihnen. Man kriegt zwar nicht, aber man verliert den herantippende Irelia, weil sie einfach Face-Dive macht. Einfach nur gerade ausläuft. Eieieiei. Ich denke, die Chat-Diskussion ist da eine, die wir schon eine Million Mal geführt haben. Dass Pro-Player Fehler machen, ist, denke ich mal, vollkommen offensichtlich. Dass sie es oft machen, ist auch vollkommen offensichtlich. Allen anderen biete ich einfach nur CG gegen Apex mal zu sehen und das Itembild kein Morellos, kein Lord Dominix. Und wenn man das gesehen hat und dann immer noch wiederkommt und der Meinung ist, ey, hör mal, das ist, ist nix, dann hat man halt einfach eine andere Meinung als ich, aber das ist dann halt einfach falsch. So, Perrin geht jetzt von unten rein. Wenn man das überlegt, das wird natürlich hier gesehen. Die Vision ist da. Man hat halt jetzt immer noch den Nashbuff, das darf man nicht vergessen. Stärkere Minions, pure Stats. Oh, Mortal Reminder ist das Richtige. Steebeck jetzt hier immer wieder in der Position, die Gegner schon relativ früh mit Autotex anzugehen. Die Range ist natürlich in Ordnung. Also hier gönnt sich den Blue Buff. Jeder, der hier das Itembild von Irelia... Oh, hier ist der Engage. Airbags geht rein. Fox ist down. Rocken mit einer schönen Aktion. Die Ball-Ultimate kann hier nochmal Zeit rausholen, aber jetzt kommt die Ultimate gegen Sven. Der wird dadurch relativ low. Er will es hier rauskiten. Er muss es auch rauskiten. Sven macht das klasse. Holt da fast Airwags. Der überlebt das nochmal. Oh, was für ein Clutch-Player dieser Sven noch immer wieder ist in solchen Situationen. Wird es deutlich. Und es ist ja ein Hin und Her. 41 Minuten gespielt. 5k Gold liegt. Davon merkt man gar nichts. Weltklasse von Sven. Weltklasse. So, jetzt geht man hier schon mal nochmal rein. Man hat da einen Engage gefunden. Allerdings Fokus bei der Pairing. Hinten den Expect reingegangen, muss allerdings wieder raus. Victor hat aber noch nicht genug gehabt. C-Mac steht völlig frei. Kommt allerdings da jetzt nicht mehr ran. Die Slows sind zu stark. Und der Disengage scheint da zu sein. Gehen wir uns überlegen. Können wir nochmal rein? Können wir? Ich glaube, ihr könnt nicht. Sven muss aufpassen. Hier kommt Airwax. Fix sofort. Zweimal Slow in die Fresse. Aber Sven, der muss da raus. Flash! Und keiner kann hintergehen. Jetzt ist Airwax aber wieder. Der E ist ab. Expect ist schon mal down. Und Triatrix sieht auch eng aus. Sven auch noch im Fokus. Das sieht jetzt gut aus für Rocket. Was wollen sie machen? Sie wollen Sven chasen. Aber der ist mobil. Der kommt hier wieder raus. Er spielt es wirklich bis ans verdammte Maximum der Möglichkeiten. Aber er kriegt die nächste Caitlyn Ultimate ins Gesicht. Das ist die zweite in diesem Fall. Das ist fast schon Mobbing. Airwax will jetzt auch noch wissen. Die Bahn Ultimate verschafft Sven nochmal Zeit. Das war Weltklasse gemacht. Aber irgendwann werden sie ihn doch wohl töten, oder? Und nochmal ein E raus. Er hat kein Mana mehr für den nächsten E. Wenn da jetzt ein Pillar kommt. Ein Pillar. Ja, Sven ist gestellt. Er versucht noch Raze zu töten, aber er kann es nicht. Es gibt sich ein epischer Fight. Am Ende gewinnt Pairing ihn. Den Elder Drake gibt es auch noch. Sven ist quasi immer der Fels in der Brandung bei Gamers 2. Aber er kann heute nicht das Ding alleine machen. Birks muss hier mal den Fight delivern. Der Fight. Erst der Engage von Gamers 2. Re-Engage von Rocket. Und dann hier Sven, der hofft, dass man nochmal reingehen kann. Nicht das Portal nimmt. Und deswegen hier mit dem E über die Wall muss. Deswegen kann er hier überhaupt nochmal angegangen werden. Muss dann hier flashen. Hat Gott sei Dank den E dann wieder ab, als Airwax rüberkommt. Weil er halt keinen einzigen Coup misst. Währenddessen wird dann die Frontline aufgeräumt. Und dann ergibt sich halt eben dieser ewig lange Chase. Auch noch den Elder Drake bekommen. Die Bard-Ultimate war wirklich Weltklasse. Also das, was die Botlane von Gamers 2 spielt, ist halt einfach nur absolut OP.
Die beste Botlane Europas. Ich denke, da gibt es keine zweite Meinung. So, Rocket, Elderdrake. Es ist ein Hin und Her, ein Auf und Ab. Aber zumindest mal auf hohem Niveau. Rocket macht mit diesem Elderdrake nur in der Notabführung 90 Bonus True Damage. Aber was heißt hier nur? Das tut schon mal ordentlich weh. Den Turret kann man nehmen, der ist von Azir. Auch der gibt Gold. Netter Bonus. Swain ist mittlerweile gewöhnt, diese Caitlyn Ult zu nehmen. Wir haben jetzt hier Mortal Reminder auf Caitlyn. Immer Heilung reduziert. Bei dem Late Game auch mal eine effektive Wahl. Aber ich bin gar nicht sicher, was Mortal Reminder ist. Ich kann ihn hier auseinanderhalten. Ich glaube, es ist eher das andere. Und das gerade, was wir gesehen haben, war der Dot von Elderdrake. Fnatic Botlane ist besser. Ah. Okay. Schauen wir mal, wenn es zum Aufeinandertreffen kommt. Dann denke ich, können wir nur schmunzeln. Ich denke, der individuelle Skill von Miffy übersteigt den von Yellowstar einfach um Klassen. Um wirkliche Klassen. So. Ultimate von Miffy. Gegen Miffy eingesetzt diesmal, nicht gegen Sven. Felix hat es jetzt endlich geschafft, sein Stundenglas zu kaufen, das ist gut. Nash ist wieder da. Rocket hat den Elderdrake allerdings schon wieder verloren. Also den Buff, der ist nicht mehr da. Mein Gott, das war so klar, ne? Als ich vor dem Game meinte, ich hab vergessen, Pinkel zu gehen. War mir so klar, dass dieses Game lang wird. Bad Ultimate ist da, Steelback getroffen. Der TP ist sofort zur Stelle. Airbox versucht den Disengage bzw. den Reengage. Perks wird da schön. Ultimate, schönes Zone erst noch dazu. Kommt hier nochmal raus. Allerdings muss Sven disengage und das müsste in Nashville Rocket werden. Alles andere würde mich dann doch überraschen. Expect hat auch noch sein TP abgebrochen. Das heißt, kaum eine Chance für Gamers 2, das hier effektiv zu contesten. Trick wird da wohl jetzt nicht reingehen, oder? Er hat keinen Flash, das heißt, es wäre ein Suicide-Kommando hier, um den Nash zu stehlen. Ich weiß nicht, ob das Swerve ist in dieser Spielphase. Ne, man zieht sich zurück. Sven kann vielleicht aber im Q stehen, aber auch das ist ein zu hohes Risiko. Rocket also wieder mit dem Nash stark gemacht. Fight genommen. Ohne einen Kill zu kriegen, haben sie den Fight gewonnen und gehen dann sofort zum Nash. Nicht chasen, nicht sonst was machen, sondern einfach rein. So, Rocket, eben hatten sie Elderdrake, diesmal haben sie Nash. Hoffentlich konnten sie mit Nash ein bisschen mehr anfangen. Weil der Elderdrake war dann doch eher eine Enttäuschung, aber der Wave Clear, der ist ja doch einfach exorbitant hoch. Steelback ein Auto-Attack auf Azir und er verliert ein drittes Leben. Wenn der da in Range kommt, dann ist da ein Instant Rip. Schild von Jenna auf dem Kopf und der Typ hat AD-Werte, die einfach schwindelerregend hoch sind. Guck dir das mal an. 800er Crit gegen Expect. Der wiederum versucht jetzt hier mit der Ultimate ein bisschen zu raggen und gleichzeitig Minions zu klären, aber es gelingt ihr nicht mehr so wirklich. Rocket wird diesen Inner-Turret kriegen. Den haben sie jetzt. Sven muss da raus, hat nochmal die Ultimate reingedonnert, aber es hilft auch nicht. Der Inner fällt um, ist eine riesige Wave. Die wird Rocket sich jetzt hier nehmen wollen, aber Steelback vielleicht jetzt hier nochmal mit den Engage. Ah, bei Miffy so los, hat man da ein bisschen Blut geleckt, aber der kommt da wieder raus. Hat auch noch Flash und der Re-Engage soll wirklich kommen. Ich halte das für keine gute Aktion, aber schauen wir mal. Da geht man rein, die Ultimate von Perks war wieder schwach, der stirbt! Was macht der denn? Suicide Squad Perks in diesem Moment. Sven jetzt hier auf dem Weg, exhausted zu werden und Flash. Und jetzt sind sie down. Rocket holt das Ding. Ja, von Expect wird ihn auch nicht mehr retten können. Double Kill für Steelback. Na, wer hätte das gedacht? Rocket mit dem dritten Unentschieden hier. Gamers 2 verlieren dieses Spiel. Und haben nicht mehr nur noch mit Siegen in dieser Saison. Ein 1:1, ein verdientes. Rocket hat sich zurückgekämpft. Rocket hat in diesem Spiel Nerven bewiesen und am Ende diesen letzten Fight geholt. Auch und vor allem, weil Perks einfach gespielt hat wie Flasche leer. Das muss man mal so deutlich sagen. Der Junge hat hier, ist deutlich unter seinen Möglichkeiten geblieben. MVP dieses Games. Für mich nicht desto trotz, wenn der einfach
eine Weltklasse-Partie gespielt hat. Ich kann auch mal einen Spieler des Verliererteams loben. Damit habe ich überhaupt gar kein Problem. Gerade wenn er es verdient hat, wie dieser junge Mann hier. Absolute Weltklasse, was der hier leistet. Aber auf der anderen Seite bei Rocket, da haben auch einige richtig stark performt. Das will ich gar nicht vorenthalten. Pairing immer mal wieder mit Solo-Kills gegen Irelia. Hat da seinen Job sehr, sehr gut gemacht. Die Botlane hat ordentlich gegengehalten. Steelback hat seinen Job wieder mal sehr, sehr gut verrichtet. Viele gute Fights. Und dann ist da halt immer noch Betsy, der einfach heute eine Klasse besser war als Perks. Und am Ende holt sich Rocket einen verdienten Punkt. Ist natürlich irgendwie bitter. 3 Unentschieden. Ein Sieg würde genauso viele Punkte kriegen. Aber wir gucken nochmal auf den Damage. Steelback wird auf die Schulter geklopft. Also hat er wohl am meisten Damage gemacht. Davon gehe ich einfach mal aus. Das war's, meine Freunde. Das war's mit dem EU LCS Summer of Sinn Live 2 Kanal, Channel, Dings. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoste jetzt natürlich den Summer of Sinn Live Kanal, denn da kommt jetzt Schalke. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat es wie immer Spaß gemacht. Danke, dass ihr dabei wart. Schaut auf meinen YouTube-Channel dabei. Und ansonsten bleibt noch zu sagen, Sonntag. Ja, das war's eigentlich. Wunderbar. Also schaut da vorbei und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, wünsche euch alles Gute. Bis bald.